Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Juhu! Ja, heute mit dem Quasselwurm Oleg von Firma Living Puppets bzw. Montagespielprodukte. Also, um mal wieder etwas ernster zu werden, wie der Oleg so im Detail aussieht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Zusehen. Schauen wir uns den Oleg mal etwas im Detail an. Die Augen, die der Oleg hat, das sind so diese Standard-Puppenaugen. Sind aus Kunststoff, nehme ich mal an. Drumherum ist das Auge weiß gearbeitet. Hebt sich noch ein bisschen ab, dadurch, dass hier oben ein schwarzer Rand mit ist. Bei mir ist es, bei dieser Art Puppe ist es so, dass dieser Rand hier oben, dass der etwas falsch bearbeitet ist. Stört allerdings nicht großartig, beziehungsweise fällt nicht weiter auf, wenn man ihn sich von vorne anschaut. Hier ist ein kleiner Verarbeitungsfehler. Dann ist es so, dass im Mund selber oben eine Zahnreihe ist, unten ist keine Zahnreihe. Die Zunge ist bespielbar, allerdings gestaltet sich das Ganze etwas schwierig bei einem guten Oleg. Mit der Hand kommt er an der Unterseite rein. Es ist eine Art, ja, ihr kennt sicherlich diese Art Sockenpuppen. Da schlüpft unten rein. Unten drumherum ist noch ein Gummiband, so dass das Ganze ja etwas festsetzt. Hier ein kleiner Tipp schon mal von mir: Wenn ihr den Quasselwurm bespielt, haltet am besten hier unten noch fest. Ganz einfach, weil dann die Klappmaulbewegungen besser aussehen. Ganz schön finde ich bei dem Quasselmonster Oleg auch noch, dass hier vorne zwei Nasenlöcher angedeutet sind. Des Weiteren haben wir hier auf den beiden Seiten des Kopfes Punkte angedeutet. Diese typische Punktierung, die es manchmal bei Dinos gibt, denn das ganze Quasselmonster soll eine Art Dino darstellen. Ihr könnt das Ganze aber auch ruhig als Drachen gebrauchen. Was wir weiter noch haben hier an Details, ist auf dem Rücken dieser Stachelkamm. Der zieht sich ja fast bis ganz runter an den Handtunnel bzw. an den Tunnel für den Zugang. Typisch auch noch für die Living Puppets ist, dass sich die fast alle durchweg sehr gut bespielen lassen und somit ein sehr gutes Spielgefühl sich im Klappmaulbereich ergibt. Ich hatte schon erwähnt, wenn ihr so ein Quasselmonster oder einen Quasselwurm bespielen wollt, haltet hier unten am Ende von der Handpuppe bzw. dort, wo sich der Eingang für das Klappmaul befindet, haltet es ein bisschen stramm und dann lässt sich die Bewegung mit dem Klappmaul auch besser spielen. Ja. Das war schon eigentlich fast von diesem Quasselmonster Oleg von Living Puppets. Es gibt nicht viel dazu zu sagen, weil es ist ja eigentlich nur eine Art Sorgenpuppe. Ich will das Ganze nicht abspielen, indem ich sage, es ist eigentlich nur eine Sorgenpuppe. Es geht mir mehr um die Bauform. Und ich finde, das hat Living Puppets ganz toll umgesetzt mit dieser Handpuppe. Und auch mit den anderen Handpuppen, die es von Living Puppets gibt in der Reihe Quasselwürmer und Quasselmonster. Und was noch dazu zu sagen ist, zu diesem speziellen Quasselmonster ist, dass es 42 cm gemessen von hier oben bis hier unten zum Einstiegstunnel. Und preislich liegt das Quasselmonster bei 21 Euro ungefähr. Das war es auch schon wieder bei Handpuppen unter der Lupe. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dem Oleg Quasselmonster von Living Puppets und zu mir. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Report gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch oder eventuell auch über einen Comment. Wenn euch etwas nicht so gut gefallen hat, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare, damit ich dann dementsprechend mich verbessern kann. Ansonsten würde ich gerne noch ein bisschen Werbung machen für die Facebook-Seite von Tanja und von mir, die wir jetzt ganz neu auch nochmal aufgezogen haben. Es ist, ihr findet uns dort unter Vorsicht Living-Puppet. Und die Website, die wir auch ganz neu seit diesem Monat November 2014 am Start haben, ist vorsicht-puppe.de. Klickt einfach rein,
hier bei YouTube oder auch auf unserer Website oder Facebook-Seite. Danke fürs Zusehen, macht's gut, ciao, alles Gute.